Grell. Schön grell. Fühlt ihr euch Sie? Ja. Wie fühlt sich das an, auf Abschiedstour zu sein? Das ist ein seltsames Gefühl. Wie ist denn das so, auf Abschiedstour zu sein? Ganz gut, so eine Abschiedstour. Gut. Ich kann dir auch mal eine Frage stellen. Superpunk, ihr seid jetzt auf Abschiedstour, ne? Und wie fühlt sich das eigentlich an? Habe ich das gefragt? Ja. Fühlt sich geil an. Fliegen die ganze Zeit Bras auf die Bühne. Wie Bras? Gibt es das Wort in dieser Form? Okay, jetzt stelle ich das nochmal. Also, was hatte ich gesagt? Immer auf volle Häuser. Wie fühlt sich das an, ne? Schönen guten Abend. Nach 15 Jahren des stilvollen Lärmens ist jetzt Schluss. In diesem Februar haben Superpunk beschlossen, wir hören auf. Und jetzt sind sie nochmal auf allerletzter Clubtour durch die Republik. Heute Abend der krönende Abschluss im Knust in Hamburg. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass Tim und Carsten zu Besuch sind. Und ich sage herzlich willkommen. Guten Tag. Ich wurde rausgeworfen im hohen Bogen. Ich wurde angespuckt und ich wurde belogen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mir geschah. Mir wurde übel mitgespielt, doch ich bin immer noch da. Und ich bin nicht unten. Oh yeah. Ich bin nicht verschwunden. Oh yeah. Ihr fahrt jetzt die letzten Tage von Stadt zu Stadt und immer sind die Häuser voll ausverkauft. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man da hinkommt und weiß, die Leute sind extra euretwegen angereist? Also der Entschluss, der ist ja auch nicht von heute auf morgen gefallen. Da denkt man ja schon ein paar Tage drüber nach. Und also ich finde es einfach nur super, dass es voll ist. Und ob es früher leerer war oder nicht, das ist mir vollkommen wurscht. Ich genieße einfach den Augenblick und ja. Ich habe mir sagen lassen, ihr habt per E-Mail beschlossen, die Band sozusagen aufzulösen. Ist das richtig? Nee, wir haben nicht per E-Mail beschlossen aufzuhören, sondern wir haben uns per E-Mail darauf geeinigt. Wie läuft denn sowas ab? Ich meine, wenn man 15 Jahre zusammen war als Band und dann... Der eine schreibt dem anderen was und dann schreibt der andere wieder zurück. Und dann, wenn dann irgendwie ein Missverständnis ist, kann man sagen, du, das habe ich so und so geschrieben, guck nochmal nach. Und dann... Dann gibt es keine Missverständnisse. Wann fing das so an, der Prozess, wo ihr gesagt habt, oh, lass mal lieber vielleicht aufhören, jetzt hat keinen Sinn mehr? Oder? 6. Oktober 2011 hat der schlussendliche Prozess angefangen. Und ich glaube, angefangen, dass sich Superpunk auflösen, war so um Februar 1997. Ja, ich bereue alles. Jetzt alle! Ja, ich bereue alles. Die Schlechten Verstecke, die Herren Gedecke, die verlorenen Wochenenden, den Trieb meiner Lenden. Die schlechten Gerüche und die gebigen Sprüche, die falschen Wahlen und die gerechten Fahnen. Und wenn sie mich sehen, werden sie mich verstehen. Ja, ich bereue alles. Ja, ich bereue alles. Der Lippenstift auf meinem Kragen, Pisse-Spuren auf meinen Schuhen, 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 hey! Die verlorenen Freunde, die gestorbenen Freunde, die Normalitäten nach gebrochenen Diäten, sind verschuldete Ängste und geduldete Zwänge, die leeren Taschen und die Kisten waschen. Und wenn sie mich sehen, werden sie mich verstehen. Ja, ich bereue alles. Ja, ich bereue alles. Mein Leben schläft auf meinen Kragen, Pisse-Spuren auf meinen Schuhen. Der Lars soll gesagt haben, es war eigentlich alles immer so ganz locker, aber zum Schluss ist es dann doch in Arbeit ausgeartet. Was meinte er damit? Ganz genau hat er gesagt, das Schöne an Superpunk ist, dass es nie in Arbeit ausartet. Und das war eben am Schluss mit diesem immer auf Reisen sein. Er ist ja auch ein sehr zartes Kerlchen. Man muss immer aufpassen, dass die Dübel nicht rausfliegen. Man muss ihn ab und zu vor dem Konzert auch mal wieder zusammenschrauben. Das wurde halt umso älter er wurde, immer anstrengender. Und dann hat er ab und zu mal den
den Hemdkragen auch hochgeschlagen und hat geschmollt. Und dann hat er gesagt, das fängt jetzt doch an, Arbeit auszuarten. Deswegen hat er ja jetzt sehr, sehr lange Zeit, nicht mehr zu arbeiten. 16 Jahre links von mir Lars Bullenheim, meine Damen und Herren. 16 Jahre sind alle Dübel in diesen Gelenken drin geblieben. Irre. Bis jetzt. Ich muss ihm was zeigen, er ist sehr schüchtern. Können wir nochmal Saallicht haben, bitte? Lars, mein Junge, das hat irgendwann alles mal dir gehört. Bist du melancholisch, ja. Aber du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, eine allerletzte Gelegenheit, diesen Menschen nochmal alles zu geben. Mit einem Solo, was dieser Mann jetzt auch schon einfordert. Seid ihr bereit für das Solo von Lars Bullenheim? Wollen wir nicht lieber gleich mit meinem Gesang weitermachen? Nein. Ja doch, oder wollen wir mit dem Gesang weitermachen? Nee, da kommen wir. Ja, ich bereue alles. Solo? Solo? Gesang? Also Solo. Gut, meine Damen und Herren, dieser junge Mann, 16 Jahre links neben mir, heißt? Der schöne Lars. Lars Bullenheim. Juhu. Ja, ich bereue alles. Ja, ich bereue alles. Mein Gott, ich bereue alles. Ja, ich bereue alles. Ah! Ich möchte noch mal ganz kurz zu den Anfängen der Band kommen. Ich denke mal, oft wurde diese Frage gestellt. Trotzdem möchte ich sie an dieser Stelle, denn vielleicht ist es das letzte Superpunk-Interview, auch noch mal stellen. Als ihr anfingt und der Name noch nicht feststand für diese Band, da gab es einen Bravo-Artikel und da kam Green Day drin vor. Genauso war das. Also eigentlich wollte ich die Band gerne Fifi nennen, aber das fanden die anderen nicht gut. Und dann, wie gesagt, habe ich irgendwo in der Bravo oder was gelesen über Green Day und da stand, das seien die neuen Superpunks. Und dann dachte ich, ein Superpunk ist ja eigentlich... witziger Name, den nehmen wir mal. Und die Band gab es schon längst, Songs standen schon fest oder habt ihr euch da erst zusammen? Nee, da haben wir erst so ein paar Mal geprobt oder so, hatten so ein paar Stücke. Und aber wir sind ja fantasievolle Leute gewesen und dann ist uns recht schnell was Gutes eingefallen. Das Stück heißt Hamburg ist der Platz für dich! Sehr gut! Stadt und das jedes Quartier, mach dich auf die Reise und glaube mir, ja, ja, Hamburg ist der Platz für dich. Oh, Hamburg ist der Platz für dich. Oh, Hamburg ist, ja, Hamburg ist der Platz für dich. Hier kannst du dich kleiden und hier kannst du dich laben, weil die Leute von Hamburg ein großes Herz haben. Ja, Hamburg ist der Platz für dich. Oh, Hamburg ist der Platz für dich. Hamburg ist, ja, Hamburg ist der Platz für dich. Die Leute von Hamburg, die mögen dich sehr. Und du wirst dich da fühlen wie ein Millionär. Ja, du wirst dich hier fühlen wie ein Millionär. Du wirst dich hier fühlen wie ein Millionär. Hamburg ist... oh, Hamburg ist der Platz für dich. An der Gitarre Lars Bullenheim. Man wird dich nicht fragen, wo du hergekommen bist. Kein übler Diktator und auch kein Faschisten. Hamburg ist der Platz für dich. Oh, Hamburg ist der Platz für dich. Oh, Hamburg ist... oh, Hamburg ist der Platz für dich.
Wenn ihr jetzt rumdüst mit dem Auto und ihr wisst genau, die Bude ist voll, die Leute sind extra gekommen, in welche Stadt auch immer, ich weiß nicht, wo ihr jetzt überall wart, Stuttgart, wo wart ihr überall? Ach, Essen, Köln, Stuttgart, Berlin, ja, sowas, das die, Übliche. Die, Frankfurt? Frankfurt. Die Leute kommen extra hin, um euch zu sehen und es ist brechend voll, das muss doch zum Abschluss nochmal ein tolles Gefühl sein, oder nicht? Ja, das ist also das war die ganzen Jahre immer ein tolles Gefühl, wenn einer wirklich sein Portemonnaie im Eingang gezückt hat und für unsere Musik was hingelegt hat. Also ich fand das immer klasse. Und jetzt, ja, je mehr Leute kommen, je toller ist das Gefühl, ja. Und heute Abend wird es dann eine kleine Träne geben oder sagt man sich dann, ach, ist auch schön, der Abschnitt ist jetzt vorbei und jetzt gibt's was Neues? Ja, wir scheinen ja sehr positive Menschen zu sein und ich glaube, wir freuen uns einfach an dem Augenblick und dass das so schön ist und hoffentlich schön wird. Also kann ja immer mal was passieren, dass irgendwie ja, Verstärker kaputt geht, Konzert abgebrochen werden muss oder so. Und wenn wir das gut über die Bühne gekriegt haben... Das kommt auch bei euch vor, ja? Nee, aber es kann ja vorkommen. Nee, und nö, also Tränen gibt's glaube ich nicht mehr. Oh, Daniela, so viel Traurigkeit auf deinem Gesicht. Weil unsere Welt leider so schlecht eingerichtet ist. Leute kommen und gehen, eines aber bleibt bestehen. Wir alle lieben dich, Daniela. Wir alle lieben dich, Daniela. Gefühle sind nur chemische Reaktionen. Es gibt solche, die erschrecken und solche, die sich lohnen. Aber wie in Stein geschrieben, ist sicher, dass wir dich lieben. Wir alle lieben dich, Daniela. Wir alle lieben dich, Daniela. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss noch eure Pläne für die Zukunft. Du hast gesagt, dann ist jetzt Schluss. Aber ihr beide wollt doch zusammen ein bisschen weitermachen und habt schon ein Projekt in der Pipeline, wie man so schön sagt. Wir haben was in der Produktpipeline und zwar eine neue Kapelle, die auch ganz gut ist. Die heißt Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Also allein der Name ist ja schon wirklich 1A und die Musik ist auch nicht schlecht. Und ja, das in welche Richtung geht denn das? Ja, der übliche Kram, was halt jeder so spielt. So geht so Richtung Modern Lovers, Trini Lopez. Rock'n'Roll, Beat, Soul, ja, das Übliche. Was, ja. Könnt ihr euch vorstellen, hier auch nochmal dann damit aufzutreten? Ja. Ja. Ich war ein gut aussehender Bursche, ein bisschen so wie Jean von der Rue. Ich war ein gern gesehener Gast und ein Mitglied der Bourgeoisie. Doch nun geh ich kaum noch vor die Tür. Die Nachbarn fürchten sich vor mir und ich esse so viel ich kann und schau mir schmutzige Filmchen an. Ich schau mir schmutzige Filmchen an. Denn ich bin einsam schon zu lang, bin alleine schon zu lang und meine Villa scheint wie ein Grab, seit ich dich nicht mehr hab. Na dann kann man nur sagen, viel Vergnügen heute Abend, volle Hütte, aber ist ja eh garantiert. Und vielen Dank an Tim und Carsten von Superpunk, das allerletzte Clubkonzert hier im Hamburger Knust. Vielen Dank und tschüss. Und der Abwasch stinkt so sehr, die Dienstboten kommen lang schon nicht mehr. Und ich trinke Unterstand und finde Theologie interessant. Ich finde Theologie interessant.